Mein Name ist Hodelieve Schrammer. Ich bin Harfenistin und Niederländerin und arbeite als Professorin für Harfe seit 2001 an der Hochschule für Musik in Detmold. Als künstlerische Prorektorin wirke ich aktiv mit an der Gestaltung und Weiterentwicklung des künstlerischen Profils der Hochschule. Dazu gehören natürlich sehr viele große und kleine Aufgaben. Unter anderem berate ich das Rektorat in enger Zusammenarbeit mit der Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros Jelka Lüders in Sache Programmgestaltung und Planung. Natürlich besuche ich auch die viele tolle Konzertveranstaltungen unserer Hochschule und möchte ich dazu beitragen, dass unsere Studierenden sich immer innerhalb und außerhalb der Hochschule unter gute Bedingungen künstlerisch präsentieren können. Die Abteilungen Alte Musik, Neue, Experimentelle Musik und Kammermusik möchte ich gerne noch verstärken, damit das Profil in unserer Hochschule noch sichtbarer wird. Ich arbeite seit fast 20 Jahren an dieser Hochschule und freue mich jeden Tag, dass ich in diesem schönen Gebäude arbeiten kann. Natürlich wegen der Architektur, aber vor allem, weil wir sehr gute Bedingungen haben in dieser Hochschule. Wir haben sehr schöne Konzertsäle, wir haben gute Unterrichtsräume und wir haben fantastische Instrumente, die auch unsere Studierenden bespielen können. Am meisten aber freue ich mich über die Menschen, die Studierenden, die Kolleginnen und Kollegen. Wir bilden einen Ort der musikalischen Begegnung und als Gemeinschaft teilen wir unsere Begeisterung für Musik mit unserem Publikum.